Hi, ich bin Selina Schmidt, Kommunikationsmanagerin und leite in der Medias Apotheke die Unternehmenskommunikation. Zu meinem Verantwortungsbereich zählt die Entwicklung und Umsetzung von Konzeptionen im gesamten Bereich der internen und externen Kommunikation. Darüber hinaus betreue ich eigenständige Kommunikationsprojekte und verwalte die Inhalte unserer Website. Für unsere Social-Media-Kanäle erstelle ich unter Berücksichtigung des Contentplans die regelmäßigen Stories und Postings. Und mit den regelmäßigen Online-Monitorings beobachte und analysiere ich unsere nutzergenerierten Inhalte im Hinblick auf einen wirkungsvollen Auftritt der Marke in der Öffentlichkeit. Hallo, ich bin Antje. Ich bin Apothekerin und Ernährungsberaterin in der Medios Apotheke, arbeite am Standort Oranienburger Tor. Neben meinen Aufgaben als Apothekerin und der Beratung unserer Kunden in der Apotheke biete ich auch individuelle Ernährungsberatungen an. Dabei nutze ich fast immer die Methode der BIA-Messung, also der Bioimpedanzanalyse, mit welcher man die Körperzusammensetzung und die Stoffwechsellage sehr gut beurteilen kann. Und ich bespreche dann anhand des Ergebnisses und auch unter Berücksichtigung des Blutbildes und gegebenenfalls von Vorerkrankungen mit den Kunden, wie sie ihre Ernährung sinnvoll umstellen sollten. Im Bereich der Unternehmenskommunikation unterstütze ich das Team als Social Media Managerin. Das heißt, ich erstelle Posts, vor allem für Instagram und Facebook, und stehe auch hinter der Kamera, wenn wir zum Beispiel für YouTube drehen. Manchmal stehe ich auch vor der Kamera, um unsere Kunden auch über YouTube zu Ernährungsthemen zu informieren. Ich halte auch Vorträge zu Ernährungsthemen, entweder vor Ort in Berlin oder seit Corona auch online. Und jedes Jahr erstelle ich dann auch zusammen mit Beate Preisler einen Wandkalender, der zum Jahresende an alle Kunden rausgegeben wird und in dem wir leckere, gesunde Rezepte und Tipps zu einer gesunden Lebensweise teilen. Hallo, mein Name ist Beate, ich bin PTA, bin seit 2002 hier im Unternehmen, hier in der Apotheke in Mitte, am Oranienburger Tor und auch in der Luisenstraße. Ja, unsere Fachapotheke Onkologie unterstütze ich mit Ernährungsberatungen und BIA-Messungen für Menschen mit Krebserkrankungen. Aber auch für andere Ernährungsanliegen bin ich gerne da. Außerdem gebe ich intern für Kolleginnen und Kollegen Kommunikationsworkshops. Da schauen wir gemeinsam, wie wir auch herausfordernde Situationen professionell und souverän meistern können, sowohl im Miteinander als auch vor allem mit unseren Kundinnen und Kunden. Und eine weitere schöne Aufgabe habe ich als Kursleiterin und Trainerin für achtsamkeitsbasierte Methoden. Das bedeutet allgemein für interessierte Kolleginnen und Kollegen, aber auch für unsere Patientinnen und Patienten und deren Angehörige. Zur Begleitung bei schweren Erkrankungen biete ich regelmäßig Abende und Kurse in Achtsamkeitsmeditation, Mitgefühl und Selbstfürsorge an. Seit 2020 finden diese Kurse auch online statt. Ja, und insgesamt ist das eine weitere sehr bereichernde Möglichkeit für die Teilnehmenden und für mich auch. Ich bin Sophie und ich bin PTA in der Medios Apotheke am Oranienburger Tor, kümmere mich dort natürlich vorrangig um die Beratungsgespräche am Kunden, speziell auch nochmal um die Kosmetik. Und zwar dazu zählt die Kosmetikberatung mit dem Kunden, aber auch ganz viel, was im Hintergrund abläuft, wie zum Beispiel Bestellungen, Retouren, wenn zum Beispiel Kosmetika nicht vertragen werden, aber auch Gespräche mit den jeweiligen Vertretern. Des Weiteren bin ich noch im Social-Media-Bereich aktiv, speziell für TikTok. Dort drehe ich immer mal wieder mit meinen Kollegen zusammen ganz viele kleine Videos und gebe den Zuschauern einfach ganz viele wertvolle Tipps. Ja, und wenn du uns jetzt noch nicht auf den Social-Media-Kanälen entdeckt hast, wie zum Beispiel Instagram, Facebook, YouTube, aber auch TikTok, dann folge uns doch gerne und vielleicht sehen wir uns das nächste Mal. Hallo, ich bin Melzem Gülsen, PTA in der Medios Apotheke am Oranienburger Tor. Das Herzstück in der Apotheke ist für mich die Rezeptur. Dort bin ich für die Herstellung der Rezepturen zuständig und kümmere mich um Rezepturen und Defekturen. Neben meinen Aufgaben in der Rezeptur und im Handverkauf der Apotheke bin ich für die Unternehmenskommunikation als Redakteurin tätig und erstelle Inhalte für unsere Social-Media-Kanäle direkt aus der Rezeptur und nehme unsere Abonnentinnen mit auf unsere spannende Reise in der Apotheke hinter den Kulissen. Hi, ich bin Kaspers. Ich bin ein Apotheker an der Medios Apotheke Hacke Schammer.
Im Alltag bin ich mit ziemlich üblichen Aufgaben in der Apotheke beschäftigt. Kundenbetreuung sowie auch Beratung über Medikamente, deren Interaktion und Nebenwirkungen sowie das Beantworten von allen möglichen anderen Fragen, die im Handverkauf von den Kunden gestellt werden, gehören zu meiner direkten Verantwortung als Apotheker. Zusätzlich im Backoffice beschäftigt mich die tägliche Rezeptkontrolle sowie die Betreuung unserer Pflanzenkinder. Da ich auch Teil des Unternehmenskommunikationsteams bin, darf ich auch regelmäßig der Kameramann, Setdesigner, Fotograf und Bildbearbeiter für unsere Social-Media-Kanäle sein. Hallo, ich bin Hedda Loof. Ich bin die Assistenz zur Unternehmensleitung hier im Unternehmen der Medias Apotheke. Seit 2 Jahren unterstütze ich die Unternehmenskommunikation, indem ich wöchentlich einen internen Newsflash verschicke. Offene Stellen, Lobhudelei, aber auch hauseigene Projekte, Corona und Artikel aus einschlägigen Medien werden hier in Szene gesetzt. Im Social-Media-Team kümmere ich mich um viele organisatorische Dinge. Neben Meetings, Content-Abstimmungen und Vorbereitungen habe ich auch das ganz große Vergnügen, bei meinen tollen KollegInnen Interviews zu spannenden Themen aus der Apotheke oder unseren Schwerpunktbereichen für unseren YouTube-Kanal durchzuführen. Es gibt so viel zu erzählen.